Willkommen am wunderschönen Mittelmeer hier in der Toskana. Es ist Frühling, genauer gesagt April, und ich werde hier am Mittelmeer verschiedene Fischarten angeln. Und zwar ist es auch für mich ein First-Timer. Im Frühling war ich noch nie hier und wir werden sehen, was wir alles angeln können. Neben den kleineren Fischen mit Spirulina-Rig und Maden werde ich auch auf größere Fische angeln vom Ufer mit Spinnern, Blinkern etc. und auch auf dem Boot mit einem Guide. Das Wetter ist ein wenig verzogen. Wir haben schöne Tage, aber wir haben auch sehr viele schlechte Tage. Heute zum Beispiel ist ziemlich bewölkt und es regnet immer wieder. Auch der Wind ist die ganze Zeit eigentlich da, also es wird immer winden und kaum windstille Zeiten haben, was es natürlich etwas erschwert, fein zu fischen. Etwas Wind. Ich war hier jetzt generell noch nie und ich möchte jetzt ausprobieren, ob es hier was hat. Wir sehen es gleich. Benutzen möchte ich diesen kleinen Wobbler. Mal schauen, ob es vielleicht irgendwie ein Barsch, eine Art Barsch oder sowas hat, die darauf steht. Und sonst nehmen wir dann wieder die herkömmliche Made und schauen damit. Verschiedenes Programm haben wir hier. Ich habe in der Toskana noch nie einen Fisch mit Kunstködern gefangen. Deshalb wäre das schon mal noch cool, wenn einer zuschlagen würde auf einen Kunstköder. Und ein Fisch on. Ein kleiner Barsch auf die Maden. Ah ne, ein Lippfisch ist das, glaube ich. Jetzt gehen wir hier. Einen Schritt herunter. Ein Dinners. Schön. Sehr schön. Das ist wahrscheinlich eine der schönsten Buchten, die ich je gesehen habe. Weil außen tobt das Meer ziemlich stark, es hat ziemlich viel Wind und hier ist einfach ziemlich windgeschützt. Und der Bogen ist einfach, es ist glasklar und es ist alles blau. Wunderschön. Sicher. Ja, Fisch. Und es ist ein Meerjunker. Meerjungfern sind enorm rutschig. Das heißt, man muss sie sehr vorsichtig halten, damit sie nicht aus den Händen gleiten und dann irgendwie auf den Stein fallen. Das heißt, immer schön in der Nähe zum Wasser enthaken und schauen, dass man die Hände nass macht, dann stört sie nicht zu sehr, verletzt nicht zu sehr und dann zappelt er auch weniger rum. Ah nein, das sind die anderen. Nein, ja, der Alte, si. Am Dienstag gingen wir wieder mit Francesco Martelli, einem Guide, auf sein Boot. Dort angelten wir in der Drift auf diverse Fischarten. Als Köder haben wir einfache Sardinenstücke genutzt, welche langsam in die Tiefe gelassen werden. Wird die Schnur plötzlich schnell von der Rolle gezogen, ist ein Fisch dran. Und jetzt da in dem Driftproblem nicht so. Oh, Grande! Eine solche Makrele ist trotz ihrer Größe ein enorm starker Kämpfer. Auch sind es sehr leckere Speisefische, die sich in der Küche sehr gut machen. Mhm.
jeden Fall. Sehr schmerzvoll, oder? Nein. Jenny. Vai. Aspetta, Stiamo andando giù. Un po' di... In diesem Trip im Frühling waren die Makrelen deutlich größer als im Herbst. Das Drillen der Makrelen machte daher umso mehr Spaß. Also sie sind viel größer als im Herbst. Gell? Doppelbiss. Vor allem, weil es dann diese Zeit ist. Ne Video con Clemente e Rube. Sul mare. Sul mare. Bello, eh? Mm-hmm. Big mackerel. This is the big mackerel. Mm-hmm, sì. Great mackerel. Ale, forza Ruben, Frank. Oh, ein altro. Es hatte jedoch so viele Makrelen, dass wir uns über jede Abwechslung freuten. Ah, doch, genau. Ah, die gleiche noch. Oh mein Gott, Ruben, ich hab's kalt. Ah, nein? Ja, doch. Copycat. Copycat. Ja. Was? Jesus. Der ist nicht schwach. Das Biest ist schon. Er hat noch mal gebissen. Ja, ich kann den Ding sehen. Ja, ich habe ihn mit. Ja. Und mit diesem letzten tollen Fisch haben wir die Tour beendet.
eine kleine Meeresche. So, ich bin hier am Golf von Barazzi. Jetzt hier unterwegs mit dem Spirulino. Und angle jetzt mal zuerst auf das, was hier ist. Eben gerade schon eine kleine Meeresche. Mal schauen, ob es hier noch andere Fischarten gibt. Ich erwarte nichts Großes, habe jetzt einfach kleine Maden an den Spirulino. Ziehe den ganz langsam ein. Mal schauen, was noch auftaucht. Die Hotspots sind ganz klar die Steine, die einzeln hervorstechen, inzwischen von Sand. Dort tummeln sich natürlich Fische. Ich habe von oben schon heruntergeschaut, konnte immer dort viele Fische beobachten. Oh, das war ein Biss. Und der ist dran. Gut, mal schauen, was das war. Das war ein ziemlich heftiger Biss. Das war eine mittlere Meeresche. Boah, das hat aber gebissen, das war ja unglaublich. Das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass das eine Meeresche ist. Schön, schön, schön. Boah, wie die gebissen hat. Das war ja unglaublich, die hat dir gleich Schnur vom Haken gerissen. Das ist schön. Das sind wirklich Kämpfer, also in der Schweiz haben wir solche Fische nicht. Ja, das hat er gerade übelst laune gemacht. Also das hat mich jetzt wirklich fast schon erschreckt, dieser Biss. Der war sowas von stark. Die Dinger haben Kraft. Unglaublich. Ich fische den Spirulino jetzt etwas anders, wie zum Beispiel jetzt im Herbst, wenn ich auf Hornhechte oder Bläuel angle, weil Fische den nicht ganz so aktiv jagen wie jetzt die Hornhechte. Ziehe ich ihn immer ein, lasse ihn kurz stehen, so wie eigentlich gleich wie bei der Faulenzer-Taktik beim Hechtangeln mit Gummifisch, einfach hier mit Spirulino. Die folgen dem auch, die kleinen, aber an denen bin ich eigentlich nicht interessiert. Das kann er einfach ein bisschen sinken. Muss einfach aufpassen, dass man nicht komplett vergisst und danach schluckt einer der Fische den Haken. Das wäre ja nicht praktisch. Deswegen ist Aufmerksamkeit schon erforderlich. Ja. Oh, die beißen richtig zu. Also, auch wenn keine Schnur dabei ist. Was ist das diesmal? Nochmal eine Meeresche. Was auch funktioniert, ist ganz langsam einziehen, so dass man einfach gerade die Schnur einholt, die man durch die Drift wieder verliert. Durch das hat man auch noch einen relativ guten Kontakt und das ist wichtig, dass man einfach den Kontakt zum Köder nicht verliert. Anködern tue ich wie folgt, bei Möglichkeit entweder mit zwei oder mit einem, einfach bei der Made am hinteren Teil rein und wieder raus. Das wäre mit einem. Wenn wir zu einem Maden benutzen, um ein bisschen mehr darzubieten, dann genau das gleiche. Und dann drehen sie sich auch noch schön beim Einziehen. Okay, also langsam wird es lächerlich. Wir brechen auf, hier hat es nur dasselbe. Sind die nicht halb so aktiv, habe ich das Gefühl. Also das habe ich noch nie gesehen. Gleich dort hat es einen sehr flachen Bereich, den kann man wirklich nur irgendwie mit so einem Spirulino wirklich beangeln.
auch dann sehr gefährlich. Der Wind drückt den Spirulina einfach durch. Ich muss gar nichts machen, weil der Wind zieht ihn einfach hinher. Das ist richtig flach. Und sie stehen einfach dort an den Felsen. Treibt es vorbei. Große, das ist natürlich noch lustig. Ja, habe ich da eine. Die ist ein bisschen größer. Ich lasse jetzt noch einmal durch mit einem. Irgendetwas anderes dort ist, aber danach wechsle ich ganz klar die Taktik, denn hier an der Steinkirche mit dem Spirulino wird das nichts anderes aus, als irgendwie mehr herrschen. Im Moment zumindest. Die Hornhechte sind, soweit ich das verstanden habe, noch nicht hier. Die kommen erst, da ist wieder eine. Die kommen erst. Und ich glaube, ich habe einen Barracuda. Glaub's nicht. Der ist ein bisschen lang und silbrig. Ich glaube es nicht. Der ist nicht groß. Das ist irgendetwas. Irgendetwas auf dem linken Gewissen. Nee, es ist ein Hornhecht. Oder was? Nee, es ist ein Barracuda. Oh mein Gott, es war nicht richtig gehalten, der hat ihn knapp verfehlt, aber glaube es nicht, ein kleiner Barracuda hier hinter dem Ohr gehakt, weil er den Köder verfehlt hat. Unglaublich, ich glaube es nicht. Das war mein Ziel, das war das einzige Ziel, das ich hatte. Ich hatte so Glück. Jetzt ist er direkt im Wasser. Wieder rein. Seht ihn euch an. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Ein Barracuda. Am Mittelmeer. Holy shit. Ich glaube es wirklich nicht. Das war einfach ein so ein... Ich habe nicht mal die Kamera eingeschaltet. Ich war einfach so... Ich nehme mal den Blinker, mache einen Wurf und überlege, was ich sonst machen kann. Ich traue diesem Blinker nichts zu. Und dann einfach direkt ein Fisch. Ich dachte, das ist mein Hänger. Ich bin gerade so glücklich nach 10 Jahre im Mittelmeer, das erste Mal ein Raubfisch vom Ufer und dann ist es auch noch ein Barracuda. Genau das, was ich wollte. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Das ist unglaublich. Es ist mitten am Tag. Es ist nicht mal Dämmerung. Es funktioniert also doch. Man kann Räuber vom Ufer fangen. Es funktioniert doch. Sogar mit einem ganz dummen Blinker. Oh mein Gott. Tut mir leid, dass ich gerade etwas... Ich bin absolut gehypt. Ich erwarte jetzt aber nicht, dass noch einer kommt. Das wäre absolut unrealistisch. Das war so viel Glück. Jetzt habe ich das Glück für 3 Tage aufgebraucht. Ich versuche schon so oft einfach mit Spinnködern irgendetwas zu fangen. Vor allem im Herbst. Auch wenn dort das Wasser natürlich ein bisschen anders ist. Und einfach auf den ersten Wurf, ohne dass ich die Kamera eingeschalten habe, ist unglaublich. Es war nicht groß, aber das reicht mir 3 Mal. Nicht mal auf den Azoren habe ich es geschafft, einen Barracuda zu fangen. Die sind mir alle vorab. Natürlich waren die größer. Aber jetzt hier, einfach am Mittelmeer, dort hinten spielen Kinder. Einfach nichts Spezielles ist hier, aber ein kleiner Barracuda, weißt du. Ich glaub's nicht. Also noch ganz kurz. Ja, das Mittelmeer ist schwierig zu angeln.
ja, einen Räuber zu fangen ist nicht ganz einfach. Es ist schwieriger als an anderen Orten, aber es geht doch. Ich habe jetzt nie daran geglaubt und es kann funktionieren. Ich denke auch, wenn man die richtigen Tageszeiten nimmt, kann man das sogar einigermaßen regelmäßig gut Fische fangen. Wahrscheinlich auch noch viel größere Barracuda als dieses kleine Ding. Also ich meine, das war jetzt nur einfach ein Zeichen, dass sie da sind. Ich hatte vorher gerade noch einen Tock, aber es kann natürlich auch ein Stein gewesen sein. Das ist einfach für mich ein unglaubliches Erlebnis, doch mal hier einen Grabfisch zu fangen, dass der nicht ein Hornhecht ist. Ich möchte noch von dieser Spitze hier ein paar Würfe machen. Danach gehe ich essen. Nach dem Essen probieren wir es einfach nochmal. Dann sollte es etwas bewölkter sein. Das Wetter wird etwas schlechter. Aber ja. Wieder direkt beim Auswurf. Irgendetwas ist dran. Was ist denn hier los? Das kämpft so überhaupt nicht. Oh, jetzt aber. Direkt beim Auswurf, beim Sink, in der Absinkphase. Und ich lasse ihn hier eigentlich nur eine Sekunde sinken, weil es so flach ist. Was ist hier los? Es ist unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe es vielleicht auch noch nie probiert, aber. Oh. Okay, das war jetzt ein riesen Fail. Sich einfach selber verheddert und ich dachte, das ist ein Fisch. Ja, das passiert, wenn man zu euphorisch ist. Der hat sich halt immer um die eigene Achse gedreht und manchmal ist er ausgeschlagen. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück nach dem Essen. Das Wetter hat sich verschlechtert. Das ist jetzt bedeckter Himmel und der Wind ist wieder gleich stark. Wo ich fischen wollte vor etwa eineinhalb Jahren, war hier oben ein Wolf, weshalb wir nicht raus konnten. Ich hoffe sehr stark, dass heute kein Wolf hier herumschleicht, denn ich bin gerade allein draußen. Das wäre äußerst unpraktisch. Rote Hose. Ich überlege mir, dort nach hinten zu gehen. Das nächste Mal nehme ich besseres Schuhwerk mit. Der Wind hat wirklich brutal zugelegt. Ich glaube nicht, dass ich noch allzu lange hier angeln werde. Oder generell heute angeln werde. So, der hat schon ziemlich frisch jetzt. Wir werden sehen. In zwei Monaten geht es noch nach Schweden. Dort werde ich auf Hechte angeln. Und dann noch einen Monat später geht es auf die Azoren nochmal. Da probiere ich dann die Revanche und probiere mal einen wirklich großen Fisch vom Ufer zu fangen. Zum Kurzfazit des heutigen Tages, denn heute war ich ja eigentlich wirklich sehr happy. Der Morgen verlief super und Nachmittag passierte ja nichts. Man kann am Mittelmeer Fische fangen, es geht. Es ist nicht nur nichts im Meer, aber es ist einfach schwieriger als an anderen Orten, aber es geht. Mit dem richtigen Know-how kann man das auch sicher sehr regulär machen. Mit der richtigen Tages- und Jahreszeit sicher auch noch. Als Fazit kann ich sagen, es war wieder mal schön am Mittelmeer zu angeln und etwas anderes zu sehen als unsere Schweizer Mittellandseen, die ich sonst eigentlich befische. Es ist jedoch schwieriger als bei uns. Das war schon immer klar, als ich hier war. Man muss ein bisschen Wissen haben, wo sich die Fische befinden. Und größere Räuber vom Ufer zu fangen, ist nicht ganz einfach. Natürlich würde es helfen, wenn man die richtigen Tageszeiten benutzt und jetzt früh am Morgen geht. Ist jetzt jedoch nicht jetzt so wie zum Beispiel auf den Azoren, wo es auch sonst möglich ist und es generell mehr Fische hat. Sonst zum Equipment funktioniert, hat es eigentlich eben die kleineren Fische mit den Fleischmaden und die größeren Fische mit den verschiedenen Kunstködern. Hauptsache man kommt gut weit raus mit denen. Auch von den Spots her, Strände
funktionierten jetzt im Frühling eigentlich eher weniger. Die Hornhechte und die Bläuel sind noch nicht da. Das heißt, die Hauptfische, die man jetzt einfach an irgendeinem Strand angeln kann, welche sich am Strand tummeln, waren jetzt noch nicht groß da. Oder ehrlich gesagt gar nicht da. An den Steinen jedoch waren die Fische da. Also es hatte mehr Jungkern, es hatte verschiedene an den Steinen lebenden Fischen. Das war nicht das Problem. Also diese kleinen Fische funktionieren gut. Und auch habe ich das erste Mal einen Barracuda gefangen am Mittelmeer. Auch das habe ich noch nie gemacht. Das war für mich jetzt das erste Mal, dass ich einen größeren Räuber vom Ufer gefangen habe. Und auf das finde ich halt einfach mega. Am Mittelmeer zu angeln, was man da für Lizenzen braucht, etc. etc. Und es ist von Ort zu Ort verschieden. Aber in Italien ist es generell mal so, man darf am Meer angeln, muss einfach darauf achten, dass die einfließenden Flüsse, die Lagunen, zählen nicht mehr zum Meer. Das ist noch wichtig zu beachten, dass man dort schaut, wo darf man, wo nicht. Sonst darf man am Meer generell einfach hingehen und angeln. Jedoch kann dies von Land zu Land unterschiedlich sein. Die Gesetze können natürlich auch wechseln. Also am besten einfach im Angelshop nachfragen oder im Internet nachschauen. Zum Beispiel in gewissen Ländern braucht man auch eine Lizenz. Das ist nicht überall ganz genau gleich. Sonst einfach darauf schauen, dass man die Tiere respektvoll behandelt und als gutes Vorbild am Mittelmeer angelt. Wir haben auch viele Touristen, die ab und zu zuschauen. Und wir wollen ja nicht, dass sie ein schlechtes Bild von uns bekommen. Also nicht nur auf die Gesetze achten, sondern sich auch gut verhalten und vorbildsgemäß angeln.